Schönen guten Abend und viele Grüße hier von meiner Whisky-Couch. Heute mal eine ganz unverblümte, ohne Intro, ohne alles Ankündigung. Und zwar freue ich mich sehr, dass ich jetzt bald Dudelsackkurse für Anfänger anbieten kann. Und zwar geht es los entweder am 1.10. oder am 14.01. Das sind also zwei separate Angebote, wo ich in Abendkursen immer dienstags abends 18:30 in Witten euch ja, das Dudelsackspielen beibringen werde. Das Ganze läuft immer in Blöcken, 10 Termine mit je einer Unterrichtsstunde. Ich habe einen richtig coolen Proberaum gefunden. Dazu gibt es bestimmt bald nochmal von hier ein paar mehr Informationen. Die Tinte unterm Vertrag ist noch nicht ganz trocken, aber ich freue mich sehr darauf. Ja, wie läuft das ab? Ihr findet grundsätzlich alle Informationen auf meiner Homepage www.ruhr-piper.de. Aber grundsätzlich ist es so, ihr müsst euch nicht sofort einen teuren Dudelsack kaufen. Da berate ich euch auch lieber bei dem Kauf dann im Zuge des Unterrichts. Sondern los geht's mit diesem sogenannten Practice Chanter, die Übungsflöte für den schottischen Dudelsack. Die begleitet einen das ganze Musikerleben, um die Technik zu erlernen, neue Stücke zu erlernen. Und auch damit wählt man sich ungefähr in dem Kurs auch so das erste halbe Jahr, also über zwei Kurse, so ist das ungefähr angedacht, beschäftigen und dann kann man die Bestellung ungefähr für den Dudelsack einleiten. Ich habe mich dafür zusammengetan mit Wallace Bagpipes aus Glasgow, ein namhafter Dudelsackhersteller, von dem ich jetzt erstmal die Practice Chanter beziehe, die dann auch über mich erwerben könnt. Und wenn ihr aber eigene habt, könnt ihr die natürlich auch gerne selber benutzen. Ist erstaunlich, wie viele Leute dann doch schon welche haben. Ja, alle weiteren Details findet ihr auf meiner Homepage. Ich sage es nochmal, www.ruhr-piper.de. Ich packe den Link aber auch noch unten in die Videobeschreibung. Und wenn ihr mir ein kleines Abo dalasst oder dieses Video teilt mit Leuten, die vielleicht daran Interesse hatten, würde ich mich sehr freuen. Macht's gut und einen schönen Abend noch. Ciao.